Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Hunter. Ja, heute hier auf Red Feather Falls. Mit dabei ist die 7 mm Kipplauf, die Crossbow Armbrust, die schwarze halt, und ja, das war's. Ja, heute einfach nur stinknormales Let's Play. Ich bin noch krank oder noch etwas krank, wie man es vielleicht hört. Ja, deswegen kommt am Mittwoch auch nur ein Zeitraffer-Video. Ja, viel mehr dazu erkläre ich euch dann nächste Woche. Na gut, dann würde ich sagen, ich schalte wieder ein, wenn ich was vorhab. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich spiele hier gerade den Bären an. Ja. Ist aber gerade ein wenig schwer da, als ich jetzt gerade nicht breit drehen will. Wenn möglich will ich ihn nämlich mit der Armbrust schießen. Ist aber ja gerade ein wenig blöd. Da vorne kommt noch eine Elchkuh. Naja, schließen wir erst halt die Elchkuh und dann den Bären. Naja, was willst du denn machen? Ich habe auch schon lange nicht mehr mit der Armbrust gespielt. Deshalb will ich jetzt auch nicht gerade zu riskant schießen, weil ja, ist schon zeitlang her, wie ich mit der das letzte Mal gespielt habe. Und da kommt noch eine Elchkuh. Dann hier die nächste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier jetzt ein wenig auf. Naja, aufwendig ist es auch nicht. Die Geschichte über die Schneideprogramme mit den, wenn ich mich jetzt befasst habe, während ich krank war, die gibt es nächste Woche im LS-Video. Also weiß ich noch nicht, ob ich das hier jetzt ein bisschen aufwendiger schneide oder netter. Also beim Schluss ranzoome und so. Ja. Das werden wir dann schon sehen. Gut. Noch wo was? Schaut nicht aus. Ja, also ich werde jetzt sicher nicht so viel reden, dass denn sobald ich rede, bekomme ich so ein Kratzen im Hals, dass ich husten muss. Und wenn ich husten muss, dann kriege ich mich 5 Minuten lang nicht ein. Das ist ein fester Scheiß. Und dann fallen mir noch die Ohren andauernd zu, also ist nicht lustig. Aber naja, kann man jetzt nicht mehr ändern. So, dann büren wir jetzt den Bären hinterher und schauen, dass wir den noch kriegen. Gut, dann würde ich sagen, ich schalte wieder ein, wenn ich den Bären habe oder sonst irgendwas. Bis gleich. Da bin ich wieder. Da vorne ist jetzt mein Bär. Ja, der irgendwie von mir wegzieht.
sich breit dreht, dann würde ich ihn erlegen, weil so mit der 10 mm ist das ein ziemlich riskanter Schuss. Aber man sieht hier auch wieder schön die neue, das neue Fell vom Bären. Ja, ein Stück noch breit ziehen, dann bin ich glücklich. Ein kleinerer halt nicht. Eigentlich war das ein Kopfschuss, Herr Bär. Na schon, zwei Schüsse hat er. Zweiter war aber ziemlich weit hinten. Na gut, ich würde sagen, ich suche den mal nach und dann melde ich mich wieder. Da bin ich wieder. Da liegt der Bär schon, ist gar nicht so weit gekommen. Einmal habe ich nur den Schädel getroffen. Und dann habe ich Beckenknochen, Eingeweide. Naja. So. Ich würde sagen, ich gehe weiter und melde mich wieder, wenn ich was vorhab. So, da bin ich wieder. Da vorne ist jetzt eine Elchkuh. Ich habe sie zwar gecallt, aber sie ist nicht sonderlich interessiert. Jetzt werden wir sie laut schießen. Jawohl, jetzt dreht sie. Und wenn möglich, wäre ich für die leise Variante, denn da hinten ist noch ein Bär. Ja. In Zukunft, wenn wir das jetzt so handhaben, wir haben jetzt eigentlich so ziemlich drei fixe Formate hier. Von Hunter her, also einen Sonntag kommt jetzt hier so ein normales Let's Play wie hier. Dann nächste Woche kommt wieder eine Waffenvorstellung von der 7 mm Bullpup, wurde sich gewünscht. Und dann die Woche drauf kommt wieder Jagen wie in Real, also da gehen wir auf irgendeine Tierart, die ihr euch gewünscht habt. Rothirsch, war ziemlich oft. Fuchs war, glaube ich, auch dabei. Ja, schauen wir mal. Ich werde zuerst alles machen, wo man pirscht. Also, ich werde zuerst mal auf alles pirschen. Und dann Ansitzjagd müssen wir schauen, weil das ist in Hunter meiner Meinung nach ziemlich schwer bzw. langweilig. Alter, bist du blöd? Du sollst nicht abdrehen. Naja, so ist es halt. Ja. So. Jetzt kommt sie, die gute Dame. Ist sie auf 30 Meter dran, das hört man ganz gut, wenn man die Schritte hört. Wenn man sie ohne Scope spotten kann, ist sie auf 20, so wie jetzt. Gut, der Bär da hinten geht noch immer. Aber leider ist er jetzt hinterm Hügel, da werden wir dann noch ein Stück nachkirschen und ihn dann erlegen. Jetzt Schulterblatt, linke Lunge, Leber, Magen. Na gut, ich würde sagen, ich sehe den Bären. Da kommt er. Ich sehe zwar nicht sonderlich viel, aber
War ein scheiß Schuss. Getroffen ist aber wahrscheinlich wieder nur Schädel oder so. Na gut, ich würde sagen, ich schalte wieder ein, wenn ich ihn gefunden habe. Bis gleich. So, wieso wir jetzt hier sind und nicht dort, wo wir stehen geblieben sind. Ja, das Spiel ist abgestürzt, um das kurz und klein zu sagen. Also den Bären habe ich gefunden, der hat den Lungen-Herztreffer. Dann wollte ich aufnehmen, wie ich den Bären aufnehme. Naja, dann ist OBS abgestürzt, ich bin halt rausgetappt, hab das geregelt, wollte OBS neu starten, hab das dann auch gemacht, bin dann wieder ins Spiel reingetappt, aber wer hätte es gedacht, ich hatte einen DirectX-Fehler. Ja, bei dem Fehler, da muss ich mich nochmal drum kümmern, ich musste nur ein paar Programme löschen, also GeForce Experience und noch so ein paar Grafikkartenprogramme, die ich nicht brauche. Ja, die verursachen bei mir den Fehler und ich habe da jetzt das neue Update gemacht. Und da sind die wieder mit drauf. Wenn ich die runterhau, dann habe ich den DirectX-Fehler auch nicht mehr. Aber na gut, das war's dazu. Ja, Bären habe ich gefunden, konnte ihn nicht aufnehmen, weil dann das Spiel abgestürzt ist. Deswegen gibt es jetzt denn hier die Abmoderation. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.